komme ich heute zu einem ganz zentralen Thema aus der Bibel. Es geht um das Thema Vergebung. Und Vergebung, ja, das gibt so manchmal mit so ganz kleinen Sachen, manchmal mit so riesigen Thema. Kleinigkeiten morgens, du streitest dich vielleicht noch mit einer Person im Bus, wer jetzt den letzten Busplatz kriegt. Und der ganze Tag ist dadurch gelaufen und ein Mega-Hals schiebst du die ganze Zeit vor dich her. Oder du hast vielleicht so ein Thema, dass du dich vor Jahren schon mit einem guten Freund so gezofft hast und zwischen euch ist seitdem irgendwie Funkstille und jedes Mal, wenn ihr euch über den Weg läuft, es ist alles komisch und es ist alles angespannt und es ist total ätzend. Ich möchte heute über drei verschiedene Perspektiven reden. Zum einen ist es die Perspektive von Jesus und Vergebung. Jesus sagt, er vergibt dir und mir alle unsere Sünden. Er hält nichts zurück, sondern er hat wirklich für alle unsere Schuld hat er bezahlt. In Micha 7, Vers 19 steht, dass er die Sünde und die Schuld unter seinen Füßen zertreten hat und dass er sie in die Tiefe des Meeres geworfen haben. Und das ist die mega gute Nachricht, auf die wir uns freuen dürfen, dass wirklich deine und meine Schuld komplett bezahlt sind und dass er nicht da irgendwie so knausrig ist und sagt, ah, das oder das halte ich zurück, sondern er wirklich sagt, ich vergebe euch alle eure Schuld. Und mit alle meint er auch alle. Schauen wir uns die zweite Perspektive an. Und das ist die Perspektive, wenn du oder ich als Täter auftreten. Wir stellen was Schlimmes an. Manchmal ist das unbeabsichtigt und es ist vielleicht uns auch irgendwie nicht so richtig bewusst. Man macht einfach irgendwas und man ist gar nicht bewusst, dass man dadurch eine andere Person verletzt hat. Das kann passieren, aber trotzdem, die Person ist verletzt. Und es gilt jetzt darum, sich bei dieser Person zu entschuldigen und das in Ordnung zu bringen. Manchmal planen wir Sachen, wo wir schon von vornherein wissen, oh, das ist eigentlich falsch, aber wir planen es trotzdem. Mal angenommen, du bist vielleicht so ein junger Kerl und du denkst, ach, mit ein paar Freunden, wir überfallen jetzt diesen kleinen Elektroladen. Wir wollen mal gucken, ob wir das eine Spiel da irgendwie rausgeschmuggelt kriegen, ohne dafür nur einen Cent zu zahlen. Und das ist Diebstahl, das ist eine Sünde. Die andere Variante ist die, du reagierst vielleicht einfach mal aus dem Affekt. Du gehst zu dem Laden hin, willst dieses Spiel zahlen, du legst das Geld an die Kasse und du, gute Frau, die gibt dir zu viel Wechselgeld wieder raus. In dem Moment denkst du, ich kriege zu viel Geld raus, was für ein Segen. Und du hältst einfach deine Klappe, nimmst das Geld und verziehst dich. Auch das ist Diebstahl. Warum? Weil du hast ganz bewusst dagegen gehandelt, was dir dein Gewissen eigentlich gesagt hat. Nein, behalb das Geld nicht auf, gib es zurück zu der Verkäuferin, damit abends ihre Kasse stimmt. Und beides ist Sünde und beides gehört einfach in Ordnung gebracht und für beides müssen wir um Vergebung bitten. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret? Konkret heißt das, dass du die Dinge wieder in Ordnung bringen musst. Du musst zu diesem Ladenbesitzer hingehen und du musst einfach sagen, was gelaufen ist. Genauso ist es, wenn du jemanden verletzt hast durch deine Worte oder wie auch immer. Auch wenn du denkst, Mensch, das war doch nur so ein lockerer, flachsiger Spruch, entspann dich mal. Wenn eine Person dadurch verletzt worden ist, gekränkt worden ist, dann mach doch einfach eins. Bring es in Ordnung, weil so eine Entschuldigung, die kostet dich nicht sehr viel, ist aber für die Person sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig. Jesus lehrt uns im Vater unser, dass wir Gott darum bitten sollen, dass er uns unsere Schuld vergibt. Und natürlich nicht nur bei Gott, sondern wie wir es gerade gehört haben, auch bei den Menschen in Ordnung zu bringen. Der Vers endet aber nicht so, sondern es geht weiter. Genauso wie wir vergeben den Leuten, die sich an uns verschuldigt haben und die uns irgendwas Blödes getan haben. Und das muss ich sagen, ist manchmal die große Challenge. Denn jemanden um Entschuldigung zu bitten, wo ich weiß, oh, ich habe mich blöd verhalten, gut, das kann ich nachvollziehen und da weiß ich einfach, ja, ich muss es in Ordnung bringen. Es war mein Fehler, zumindest dann, wenn ich es eingesehen habe. Aber wenn mich jemand verletzt hat, wenn mich jemand gemobbt hat oder wenn mir sogar vielleicht Gewalt angetan worden bin, ich beraubt worden bin oder sonst irgendwas und ich dieses Opfer bin,
Ja, da fällt es einem manchmal nicht so leicht, so schnell Vergebung auszusprechen. Und man bleibt oft leider gerne in dieser Opferrolle. Und das ist jetzt meine dritte Perspektive, und die wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen wollen. Wenn es darum geht, Vergebung auszusprechen, dann sind wir teilweise von den Personen her immer etwas unterschiedlich. Ich kann die nicht alle irgendwie in einen Topf uns schmeißen, sondern es gibt manche Leute, die sind extrem nachtragend und denen fällt es richtig, richtig schwer. Dabei gibt es andere Leute, hey, die sind da so entspannt, die sprechen sehr schnell Vergebung dann auch aus und dann ist das auch wie vergessen und wie weg und als wäre nie was passiert. Und so gibt es auch manche Leute, denen fällt es leicht, jemanden Besonderes oder besonderen Personen leicht zu vergeben, während anderen, oh, da ist es wirklich ein ganz langer Weg, ein langer Prozess, um denen zu vergeben. So, schauen wir uns doch mal an, was sagt die Bibel zum Thema Vergebung? Der Petrus, der hatte diese Frage auch gehabt, denn da hatte Jesus sogar einen tollen Vorschlag gebracht, das Ganze in Matthäus 18 nachzulesen, hat gesagt, hey Jesus, wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe, passt das soweit? Und dann hat er gedacht eigentlich, Mensch, ich habe da schon ganz schön hochgepackt, 7-mal. Aber Jesus ging da nochmal eine Nummer weiter und er hat gesagt, nein, Petrus, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Und das ist ja ganz praktisch. So kannst du dir jetzt einfach solche Listen machen mit Leuten, wie oft die schon gesündigt haben, hakst du einfach ab. Und dann weißt du, wie oft sie haben, der Dennis hier, der muss zum Beispiel echt aufpassen, er hat es bald verkackt. Nein, Quatsch mit Soße. Du brauchst keine Strichliste dir zu machen, denn die Vergebung hat kein Ende. Und ich glaube, das wollte Jesus damit zum Ausdruck bringen. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Es ist unendlich. Wir dürfen den Menschen immer wieder aufs Neue vergeben. Darum geht's. Vielleicht sagst du, Basim, wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe, das ist nicht so leicht zu vergeben. Ich kann das nachvollziehen. Es gibt viele Menschen, die durch einen wirklich schweren Prozess gehen müssen, um wirklich am Ende diese Vergebung auszusprechen. Aber ich bin zu 100% davon überzeugt, dass Gott uns dabei hilft, dass wir am Ende dahin gelangen, dass wir zu 100% vergeben und vergessen können und dass wir einfach Ruhe haben in unserem Herz. Ich bin sehr dankbar. 2017 ist ein Film erschienen, Die Hütte. Wenn du diesen Film noch nicht gesehen hast, dann solltest du dir ihn auf jeden Fall mal anschauen, weil er beschreibt sehr stark die Situation von dieser Unvergebenheit. Ganz kurz zusammengefasst, ein Vater geht mit 3 seiner Kinder, geht er auf den Campingplatz, die jüngste Tochter mit 6 Jahren verschwindet, die Polizei findet nur noch Kleider und man weiß, es ist ein Verbrechen an diesem Mädchen vergangen worden und von dem Tag an bricht die ganze Welt für diesen Vater zusammen und er kann sich nicht mehr vergeben, er kann auch den Täter nicht vergeben und er lebt einfach nur noch irgendwo so vor sich her und er ist in einer tiefen Depression und dann bekommt er einen Brief und wo Gott ihn einfach einlädt zu einem Hüttenwochenende und dort beschreibt der Film oder man sieht, wie quasi dieser Vater, wie er eine Begegnung mit Gott hat durch verschiedenen Personen, wie Gott beschrieben wird und wie er dadurch Heilung erfährt und er am Ende in der Lage ist, die Vergebung auszusprechen und sein Leben zu verändern. Und wenn du den Film, wie gesagt, bis jetzt noch nicht kennst, dann auf jeden Fall dir diesen Film angucken. In Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand was Schlimmes angetan hat, sondern vergebt ihm seine Schuld, genauso wie Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Und so ist die Bibel sehr klar. Wir sollen vergeben, wir sollen nicht nachtragend sein. Aber die Bibel ist auch sehr klar darüber, was passiert, wenn wir nachtragend sind. Jesus bringt ein Gleichnis, erzählt von einem König, der jemandem Geld geliehen hat und der konnte es nicht zurückzahlen. Der König wollte dem in Gefängnis schmeißen, aber der war halt gebettelt und hat gesagt, bitte, bitte vergib mir, ich bring's dir. Und der König wurde richtig
Ja, der wurde richtig warm und gnädig, hat gesagt, alles klar, ich erlasse dir alle deine Schulden. Dieser Mann hatte eigentlich jeden Grund gehabt, sich jetzt darüber zu freuen. Er ging raus und er traf jemand anderen, dem er nur einen kleinen Teil ausgeliehen hatte. Das waren gerade mal 100 Dinar, ein Bruchteil von dem, was er gerade erlassen bekommen hat. Und er sagt sofort, hey, ich krieg noch Kohle von dir, der konnte es auch nicht zahlen. Aber er wurde sehr hart und hat gesagt, hey, wenn du es mir nicht zahlen kannst, ich werfe dich und deine Familie jetzt im Knast, bis ihr mir den letzten Dinar von denen zurückzahlt. Als das der König erfährt, platzt ihm der Kragen. Er bestellt den Jungen wieder rein und sagt, sag mal, was höre ich von dir? Ich war so großzügig zu dir und du bist so knausrig wegen 100 Dinaren. Und weil er das war, hat er gesagt, weißt du was, aus dem Grund wirst du jetzt in den Knast kommen und du kannst dafür abzahlen, was du mir schuldest. Und genauso ist es mit Gott und mit uns. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, obwohl Gott uns alles vergeben hat, all unsere Schuld, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden und er sagen wird, hey, sorry, du warst nicht bereit zu vergeben, ich kann dir dafür auch nicht vergeben. Und daher, lasst uns eins machen, lasst uns Vergebung aussprechen, lasst uns wirklich mit wenig Gepäck durch unser Leben gehen, lasst uns leicht reisen, geh deinen Rucksack heute durch mit deinem Mentor und guck, dass du Dinge in Ordnung bringst, dass du Menschen, dass du ihnen vergibst, dass du aber auch um Vergebung bittest, wo auch immer du was angestellt hast. Jetzt zum Abschluss noch einen letzten Tipp aus Epheser 4, 26. Da steht, lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Schau, dass du alle Dinge abends in Ordnung bringst, verschlepp sie nicht bis zum nächsten Tag. Und wenn du dir das als ein Lebensprinzip machst, dann wirst du feststellen, hey, du gehst abends viel, viel leichter ins Bett. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Mentor, hab gute Gespräche und bis zum nächsten Mal. Thank you.